Hallo, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Seid auch gegrüßt, ihr verräucherten Tabakfreaks. Heute haben wir den 8.8.2021 und nachdem das Jahr für uns Tabakanbauern ja nun im Prinzip nicht sehr gut aussah, kann man sich jetzt nur wundern, wie erstaunlich schnell der Tabak seinen Wachstum nachgeholt hat. Und dass ich schon die erste Ernte eingeholt habe, möchte ich euch auch mal kurz zeigen. Wohl dem, der einen schönen Carport hat. Seht ihr wohl? Das sind jetzt nicht alle, das sind ungefähr 5 Linien. Auf jeder Linie sind in etwa 40 Tabakblätter drauf, verschiedener Größe halt eben. Und manche fragen sich immer, wie hängst du die auf? Da gibt es die abenteuerlichsten Experimente. Ich zeige es euch einfach. Passt auf. So, mal gucken, ob ich es selber sehe. So, seht ihr wohl, das hier ist Zahnseide. Und ich nehme diese Zahnseide und eine Nähnadel und steche die Blätter natürlich im Stiel durch und hänge sie dann auf. Ich kann ungefähr 30, 35 bis 40 Blätter mittlerer Größe, selbst wenn sie frisch sind, auf ungefähr 3,5-4 Meter aufhängen, ohne dass diese Zahnseide reißt. Damit habe ich praktisch eine ganz dünne Durchstichstelle und es hebt. So, so viel zu dem. Wie gesagt, ich arbeite mit Zahnseide und nicht mit irgendwelcher dicken Schnur oder sowas und habe eine ganz dünne Nähnadel, allerdings mit ein bisschen größeren Kopf, wie man sieht. Und das klappt wunderbar. Das hebt. Da ist mir noch nie irgendwo in den vergangenen Jahren irgendetwas runtergefallen, weil ja Zahnseide verdammt dünn aussieht, aber dafür ist sie auch extrem stabil. So, Dalle, dann schauen wir uns mal ganz kurz noch ein Feld an und dann gehen wir weiter. So, ja, wird jetzt der ein oder andere sagen, boah, meine Tabakpflanzen sind viel größer geworden und viel höher, aber das macht nichts. Ich habe gesehen, dass etliche Blätter schon ziemlich reif sind und das sind die, die dort hängen. Da hinten seht ihr es und hier und das reicht mir. Übrigens, wer sich immer auf riesengroße Blätter freut, der hat zwar viel Tabak, aber später bei der Verarbeitung hat er nicht nur die Mittelrippe, die er rausmacht, sondern auch die Seitenstränge sind sehr, sehr stabil. Und wenn die später in den Tabak kommen, können sie dann die Hülsen zerreißen. Also wie gesagt, riesengroße Blätter sind nicht immer ein Vorteil. Aber ich bin eigentlich auch so zufrieden. Geh mal durch. Hier wächst wieder einer wild. Der gehört da gar nicht dahin. So, ich habe jetzt etliches schon geerntet. Aber hier muss ich noch ein bisschen warten. Das ist übrigens eine schöne Blattgröße hier. Die lässt sich später gut verarbeiten. Aber gut, je nach Pflanze ist natürlich die eine mit einem größeren oder die andere mit einem kleineren Blatt ausgerüstet. Die, ja, jetzt werden einige aufschreien und sagen, oh, oben, da, die musst du alle abschneiden und bla bla bla. Nein, ich will mir mal einen 10-Jahres-Vorrat an Samen zulegen. Darum lasse ich dieses Jahr mal relativ viele Blüten dran. Da werden jetzt noch etliche abgeschnitten, aber ungefähr die Hälfte, die lasse ich, um diesen gesamten Samen für die kommenden Jahre zu sammeln. Alles klar, gleich geht's weiter. Mal so nebenbei, habt ihr schon mal so große Sonnenblumen gesehen? Ich stelle mich mal hin, damit ihr mal seht, wie groß die sind. Ich bin ungefähr 1,72, 1,74 und jetzt könnt ihr euch ahnen, wie groß die sind und vor allen Dingen, wie dick. Die sind so dick, hier unten schon wie am Handgelenk, so dick, das sind riesen Dinger. Die sind auch, haben auch wochenlang vor sich hingekränkelt. Und jetzt, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, sind da riesen Dinger draus geworden. Der nackte Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal zu einer anderen Baustelle. Wer übrigens nicht so einen großen Carport hat wie bei mir, der kann sich natürlich seine Tabakblätter auch im Gartenschuppen aufhängen halt eben. Auch kein Problem. Ihr seht, da habe ich in den letzten Tagen
beziehungsweise das ist letzte Woche abgenommen worden. Ja, das wird dieses Jahr doch ein reichliches Jahr werden. Ungefähr doppelte Menge hängt ja nochmal draußen an den Pflanzen dran. So, oder? So, liebe verräucherten Freunde, das wär's für heute. Ich wollte euch nochmal kurz auf den Wachstumsstand des 8.8.2021 bringen, nachdem wir ja im Jahr einen sehr, sehr schlechten Start gehabt haben. Naja, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Auf alle Fälle, die Tabakpflanzen haben sich beeilt und haben ihren schwachen Wachstum aufgeholt. Und wir können wahrscheinlich ungefähr im Laufe der nächsten 2,5-3 Wochen komplett und restlos ernten. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht keinen Unsinn, spielt nicht an euch rum. Ich wünsche euch noch Juhu und viel Gezeter. Heute ist ein Paket gekommen mit sehr viel Verpackungsmaterial. Das haben wir hier alles mal auf einen Haufen gestellt. Und dazwischen ist die Kinderrohrbahn. Und jetzt die Kombination junge Katzen, Kinderrohrbahn und viel Papier. Ja, wo ist das Autochen? Ja, wo ist es denn? Na? Ich glaube, jetzt funktioniert was nicht, ja? Oh. Sie haben es erwischt. Es ist des Todes. Geh und rette mal dein Auto. Okay, alles klar. So, ich setze mich die Kleine ein. So, ich mach erstmal aus.